herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist mittlerweile auch schon 12:30 und Nico hält gerade seinen Mittagsschlaf. Wir hatten heute Vormittag den Frauenarzttermin. Man muss ja alle 4 Wochen zum Frauenarzt, einmal zur Kontrolle. Und ich bin mittlerweile in der 19. Schwangerschaftswoche und heute ging es auch um das Thema Geschlecht. Dazu erzähle ich euch später aber ein bisschen mehr. Wir waren dann vorhin erst beim Frauenarzttermin, haben dann einen Krankenbesuch abgestattet und waren dann noch ein bisschen einkaufen. Deswegen ist der Vormittag auch schon vorbei und ich habe mir jetzt einfach mal ein Rosinenbrötchen gegönnt. Ich schmiere da immer lecker Butter drauf, also ja, sehr ungesund, aber manchmal muss das sein. Ich habe mir dazu jetzt auch einen Karo-Kaffee gemacht, ne? Koffeinfrei versteht sich in der Schwangerschaft. Und werde jetzt erstmal essen und schau mal, ob ich gleich schon mal mit euch quatschen kann über meinen Frauenarzttermin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Ich dachte mir, ich nutze es doch gerade, mit euch ein wenig zu quatschen. Ich muss nämlich noch putzen und so ein bisschen was vorbereiten. Denn heute Abend bekomme ich Besuch von meiner Freundin. Was heißt Abend? So Nachmittagabend, so gegen 17 Uhr ungefähr. Und dafür muss ich noch ein bisschen was vorbereiten und ich wollte noch auf jeden Fall das Badezimmer putzen. Und die Küche muss man ja auch gefühlt den ganzen Tag putzen. Deswegen dachte ich mir, ich nutze jetzt erstmal die Ruhe aus, solange hier niemand im Hintergrund ist. Weil wenn Nico die Kamera sieht, möchte er da ständig dran. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, momentan so mit ihm zu filmen. Ja, der Frauenarzttermin. Da wollte ich euch ein bisschen was zu erzählen. Heute bin ich in der 19. Schwangerschaftswoche, das heißt 18 plus 2. Und das Kind ist soweit super entwickelt. Das ist immer das Wichtigste. Genau, von der Größe ist es jetzt ungefähr 19 cm groß und 250 Gramm schwer. Ja, total eigenartig. Also es ist ja total winzig und mega leicht. Es hat sich aber bewegt beim Ultraschall. Und ja, wir haben dann versucht, nach dem Geschlecht zu schauen. Und was soll ich sagen? Es wird ein... Weiß ich immer noch nicht. ja, also das Kind ist nicht ganz so zeigefreudig und man konnte wirklich noch kein Geschlecht erkennen. So wirklich. Also es ist nicht definierbar. Deswegen muss ich mich wohl noch 3 Wochen gedulden, denn in 3 Wochen habe ich einen Termin zur Feindiagnostik. Da werden einmal die Organe und so weiter alle mal angeschaut und ja, ich hoffe dann natürlich darauf, dass man das Geschlecht sieht, aber ja, bei der Pränataldiagnostik sollte man es ja eigentlich erkennen können. Ich weiß es nicht, aber ja, Hauptsache das Kind ist gesund und ich muss sagen, so langsam bekomme ich auch schon Lust, Sachen zu kaufen, aber ich habe noch nicht diesen Drang, diesen... Ich möchte dies und das kaufen. Also ich überlege mal hin und wieder, ja, das könnten wir noch gebrauchen. Zum Beispiel so eine, ich glaube Windeltasche nennt man die. Diese kleinen Taschen, wo einfach Windelfeuchttücher drin sind, die man auch mit in die Handtasche packen kann. Solche Dinge halt. So kleine Sachen, die mir immer wieder einfallen, was mir bei Nico einfach gefehlt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sofort losstürmen muss, das kaufen muss, im Internet mich die ganze Zeit umschaue, weil ich nicht weiß, in welcher Farbe ich schauen soll. Also, ich muss sagen, ich gucke immer so automatisch so ein bisschen in der Jungsecke, weil ich das auch einfach gewohnt bin. Also, ja, Mädchensachen angucken ist irgendwie total weltfremd für mich. Und dann fällt mir halt die hellblaue Windeltasche auf, die ich dann ja auch so schön finde. Aber ich glaube, der Drang kommt dann erst, wenn ich wirklich weiß, was es wird. Und ich habe den Termin am 8.3. Und am 10.3. habe ich ja Geburtstag und irgendwie passt das voll schön. Also ich hoffe, dass man dann sieht, was es wird, weil ich dann Familie und Freunde das dann auch mitteilen können. Also wir können es dann mitteilen. Aber wie gesagt, wir wissen es halt selber nicht. Und es kann wirklich beides sein. Also wie gesagt, das Geschlecht wissen wir leider noch nicht. Aber ich denke, wenn ich das Geschlecht weiß, dann werde ich auch noch ein, ja, werde ich auf jeden Fall ein Video zu drehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das verkünden werde, aber ich finde es immer schön, wenn man das ein bisschen besonders aufzieht, auch wenn es im Endeffekt sowas von egal ist, welches Geschlecht das Kind hat. Denn die Hauptsache ist einfach, dass das Kind gesund ist, dass es sich gut entwickelt und dass es gesund zur Welt kommt. Und ja, aber man hat ja so ein bisschen den Nestbautrieb und ich weiß, dass der bei Nico auch schon sehr ausgeprägt war. Und da es ja vermutlich das letzte Kind sein wird, möchte ich mich auch hier einmal gerne ausleben. Und ich glaube, ich habe euch das Kinderzimmer des Weiteren auch noch nie gezeigt.
Da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen beim Gestalten und wenn wir Nikos Zimmer auch so ein bisschen umgestalten. So, jetzt habe ich auch genug erzählt. Jetzt muss ich anfangen zu putzen, bevor das Kind wach wird. Da bin ich wieder. Ich wollte euch ja einmal noch meinen Bauch zeigen. Nico spielt mich gerade in seinem Zimmer. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche stören euch nicht. Und so sieht mein Bauch aktuell aus. Ah, der sieht ja voll winzig aus in der Kamera. Gut. Ja, das ist mein Bauchi. Und ich muss sagen, morgens und mittags und abends sieht er eigentlich immer jedes Mal anders aus. Und ja. Unvorstellbar, oder? Dass da ein Baby drin ist. Das ist so irreal. So ein Wunder einfach. Und ja, wenn ihr Lust habt, tippt doch einfach mal, was ihr denkt. Ob das ein Mädchen oder ein Junge wird. Und falls ihr da irgendeine Intuition habt, hinterlasst mir doch ganz gerne in den Kommentaren, warum ihr meint, dass es ein Mädchen oder ein Junge wird. Wie gesagt, ich weiß es wirklich noch nicht. Und so sieht mein Bauch angezogen aus. Ich finde, der sieht so viel, viel größer aus. Oder kommt mir das nur so vor? Also ich finde schon, dass der größer aussieht. Und ist euch vorhin aufgefallen, dass ich unterschiedliche Ohrringe anhatte? Ach, der Hammer, echt der Hammer. Also daran sieht man, dass ich morgens doch sehr müde und sehr verpeilt bin. Und ja, ich habe jetzt einfach mal andere angezogen, die auch ein bisschen passender sind zu der Kette, ne? Also ich muss sagen, seitdem Nico meine Ecke verwüstet hat mit meinen Ketten, meinem Schmuck und eigentlich mit allem, was ich so habe, Kosmetik, ja, komme ich nicht dazu. Ich muss das einmal ordentlich aufräumen und dann einmal die Schubladen alle mit einer Kindersicherung zu machen. Ja, aber ich habe es leider noch nicht geschafft und auch in meinem, mein Kleiderschrank ist ja immer noch nicht fertig, das wisst ihr. Aber in meinem Kleiderschrank ist so eine Unordnung, vor allen Dingen jetzt auch wieder, weil die Klamotten natürlich größtenteils gar nicht passen. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Das möchte ich gerne als nächstes angehen. Und jetzt werden wir erstmal noch weiter aufräumen im Schlafzimmer. Und ja, ich glaube, wir können auch gleich in der Küche weitermachen, weil es ist auch einfach schon mal recht spät. Ja, meine Lieben, jetzt ist es schon 20 Uhr, meine Freundin ist gerade gefahren, das Kind schläft und ich beseitige jetzt das Chaos, schmink mich ab, schmeiß mich in meine Joggingklamotten und werde gleich den Bachelor gucken. Wer von euch guckt auch den Bachelor? Also ich gucke ja gar kein Fernsehen, außer manchmal den Bachelor. Ich glaube, das ist die einzige Sendung, die ich überhaupt noch gucke, ansonsten läuft er ja wirklich nur Blödsinn. Und wie ihr seht, ist mein Bauch jetzt nochmal gewachsen. Es ist abends, er ist voll, der Bauch ist voll. Das Kind ist hoffentlich satt, ich bin es auf jeden Fall. Und ja, verabschiede mich jetzt auch schon an dieser Stelle von euch. Hoffe wie immer, dass euch mein Blog gefallen hat. Und falls euch mein Kanal gefällt, dürft ihr diesen kostenlos abonnieren. Bis dann, ciao!